Nein, nicht doch. Alter! Ich raste bald aus. Hier bin ich geschützt. Einigermaßen, denke ich. Ach. Kopfschuss. Alter, mach das schnell. Ich hätte die deaktiviert schnell, dann verpiss ich mich. Dann verpiss ich mich, komm. Ach ja, solche Missionen regen mich drauf, man. Jetzt muss ich die doch alle killen. Und jetzt will ich noch mehr Verstärkung, Alter, es hackt. Nee. Oh, noch mehr. Sollte mir mal echt solche Dinger herstellen, solche Störsender. Mit denen man ja immer die Verstärkung rufen können. Dafür ist das Geld gut. Das habe ich eben nicht so beachtet. Immer. Jetzt müssen wir aber das erreichen. Nee. Alter. Wo ist er? Der Fixer macht uns fertig. Jetzt kann doch auch keiner mehr Verstärkung rufen hier, ja? Jetzt musst du doch gechillt reinkommen. Okay. Das seine Problem lösen wir gern von. Oh nee. Einen oder anderen bitte. Perfekt, komm, 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 komm. So. Runter!
Na los. Tu mir den Gefallen. Mach es schnell. Oh, komm, will die Wache aus. So, da können wir jetzt wegfahren. Das sollte reichen. Ja, wir sind verbunden. Jetzt kannst du einen Blick nach Rossi Fremont werfen. Danke für alles. Du warst eine große Hilfe. Ja. Hey, einem Abenteuer kann ich nicht widerstehen. Dann sind wir also fertig? Nein, ich fange gerade erst an. Ich muss da rein, ein paar Antworten finden und meine Schwester retten. Und sobald du deine Antworten hast, was dann? Dann finde ich raus, wer dahinter steckt. Und sorge dafür, dass sie bezahlen. Jeder Einzelne, der mit Inas Tod zu tun hat. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Okay, ich sehe dich dann. Okay. Immer das Gesterbe, aber das kann man eben nicht vermeiden. Das sehe ich zumindest nicht. Jo, nee, warte mal. Ich will mal hier. Verdunkeln Sie die Stadt und sorgen Sie für Chaos. Helfen Sie all den jammernden Bürgern Strom zu sparen. Warnung kann zu Funkenbildung führen, was ziemlich cool ist. Yeah. Das können wir auch. Können wir auch mal machen. What's that? Und das? Das brauchen wir auf jeden Fall. Okay. Dann können wir ja jetzt theoretisch mal solche Teile da herstellen. Wo gibt's das? Ich glaube, nee, das war explosive Komponenten. Medizinische Komponenten. Exklusiver Auftrag. Wo gibt's denn hier Störkomponenten? Oder was hat das denn für ein Zeichen? Ich bin gerade so blöd, wenn man mal oder medizinische Komponenten. Hey, wir gehen jetzt mal zum exklusiven Auftrag. Wo war der? Hier. Exklusiver Auftrag. Thomas, woher hast du diese Nummer? Du bist dieser Rächer. Das ist eine riskante Behauptung. Ja, Mann, genau das ist die Stimme. Hast mir eine Scheißangst eingejagt beim ersten Mal. Hör zu, ich hab da was dich vielleicht interessieren könnte. Ich hab herausgefunden, dass die Polizei mehr Waffen auf die Straße bringt. Was soll das bitte heißen? Ich hab da was mitgehört. Die verkaufen das Zeug kistenweise. Undercover. Die Frage ist nur, wozu? Und wo? Und natürlich wer? Tobias. Ja, genau. Ich zeig dir, wo die Sachen verkauft haben. Aber nachsehen musst du selbst. Nur eine Sache. Du erwähnst mich in deinem Manifest. Ich habe gar kein Manifest. Das kommt noch. Mhm.
Ja, jede dieser mysteriösen Kisten enthält hergestellte Tools. In der Nähe befinden sich jeweils ein verworfenes Audiolog. Finden Sie alle neuen Kisten, um eine spezielle Mission freizuschalten und um mehr geheime Hintergründe zu erfahren. Im Fortschrittsrad können Sie jederzeit sehen, wie viele Kisten Sie bereits gefunden haben. Alles klar. Also, die liegen wohl einfach überall rum. Mal sehen, vielleicht finden wir da irgendwann mal eine. Und wir machen uns irgendwann mal auf die Suche nach einer. WKC, letzte Meinungsumfrage zeigt, das Volk ist ganz eindeutig auf der Seite des Rächers Aiden Pierce. Viele bieten sogar ihren Schutz an. Dennoch warnt die Polizei von Chicago davor, weil man sich dadurch strafbar macht. Ja. Auf jeden Fall. Man, wir können mal uns irgendwann auf die Suche nach so einer Kiste machen. Dann versuchen wir natürlich alle neuen zu finden. Hey. Alles klar. Ein Rivale hat ein Vermögen für eine seltene Trophäe ausgegeben. Eine biometrische Waffe, die nur den ersten Benutzer akzeptiert. Ich, falls du schnell genug bist, ein Mann namens Michael Ordens, wird dich zu dir führen. Klingt nach einem fairen Geschäft. Bin dabei. Der muss hier drin sein. Oder auch nicht. Die arbeiten mit den Rossi. Ich spiele Schach. Wer noch? Wann kooperiert ist das Einzige, was zählt, Mann? Also ich will das nicht drum erzählen. Ich weiß nicht, um was es da geht. Was ist das? Nehmen wir das geile Auto hier. Dann nehmen wir mal die Perspektive hier. Damit wir das ordentlich machen können. Wir dürfen nicht zu nah ran. Das kenne ich noch aus GTA. GTA 4. Muss jetzt überall stehen bleiben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich öfter die Perspektive benutzen soll oder lieber die hier. Ich finde ihn drin schon ziemlich cool. Jetzt muss die Autobahn fahren und dann mal Gas geben. Das ist ja langweilig, Leute. Gehen wir nur nach zu fahren. Komm, gib mal ein bisschen Gas.